Weiter geht's mit einer neuen Folge FIFA 22 Karrieremodus mit dem VfL Cassio, unserem eigenen Verein. Wir spielen heute auswärts gegen Heidenheim mit dieser Startformation. Wenn euch das Ganze gefallen hat in der letzten Folge, würde es mich natürlich freuen, würdet ihr ein kostenloses Abo dalassen. Hier nochmal das Follow eingeblendet und checkt auch gerne mal Link ab. Da ist nämlich ein Twitch-Link zu meinem Twitch-Kanal. Da bin ich fast jeden Abend live, auch mal tagsüber am Wochenende. Schaut da gerne mal vorbei, lasst ein Follow da, kann man sich da nett unterhalten. Ich spiele größtenteils nur Warzone, aber auch mal andere Spiele. Und ja, dann fiebern wir natürlich noch auf FIFA 23 entgegen, kommt ja Ende September, natürlich ab dem 30. die erste Wolfsburg-Folge, denn wieder spielen wir auch wieder Wolfsburg, ist ja klar. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt so lange erstmal mit unserem eigenen Verein. Das ganz, ganz große Ziel ist natürlich Meisterschaft und Champions League irgendwann, aber erstmal geht es hier in der zweiten Liga um den Aufstieg. Let's go. Jo, Meier natürlich on fire mit seinem Hattrick da. Letzten Folge. Deswegen ist er auch wieder mit dabei in der Startelf. Heidenheim mit hier sehr, sehr viel Ballbesitz gerade. Erster Schuss, aber der geht daneben. Oh, stark. Kuhn auf dem Mentis, der haut ihn nicht rein. Alter Schwede, das wäre die größte Chance in dem Spiel bis jetzt. Auf König, kein Abseits. König kriegt aber irgendwie nicht so das Tempo hin. Meier mit dem knallharten 1:0. Richtig gut gemacht. Verdiente Führung. Verdiente Führung, 1:0. Vom König vorbereitet. Und Meier mit seinem nächsten Tor. Wichtig. Was ist denn das hier für komische Bugs? What? Ja, rote Karte für König, der da einfach in die Beine geht. Ah, stark von Kuhn. Und dem Menzies. Der muss es doch machen. Schade. Dem Menzies. Auf Meier. Der war da komplett frei. Aber kam da irgendwie leider nicht zum Schuss. Da, das meine ich. Dieser große Bogen. Wieso? 1:0 zur Halbzeit. Es ist einfach nur perfekt gespielt von Heidenheim. Ja, da kann man nichts machen. 1:1 wieder. Schade. Nach einer Ecke. So, Winter. Der ist schnell. Aber der macht es nicht. Der macht es einfach nicht. So, jetzt aber. Winter. Er macht es nicht. Jetzt aber. Es ist verdient. Definitiv. Also Winter lässt hier Chancen ohne Ende aus. Und Abtropfball. Ja. Die erneute Führung, die aber auch verdient ist. Definitiv. 2:1. Die Kavallerie. Ja, ganz einfacher Doppelball. Und jetzt könnte es hier nochmal einen Konter geben. Oh, nee. Winter läuft gar nicht mehr an. Ah, wieso auch? Wir führen hier 2:1, sind ein Mann weniger. Da wollen wir hier nicht nochmal irgendwelches Risiko eingehen. Ja, es ist ein glücklicher Sieg, muss man so sagen. Heidenheim besser, wir machen aber 2 Tore, ein Tor mehr.
ist der 2:1. So, jetzt geht's gegen Paderborn, haben ein Heimspiel. Startformation ist diese hier. Winter kommt in die Partie, sonst habe ich eigentlich nichts geändert, außer dass für König jetzt Horn reinkommt, der das Siegtor auch gemacht hat, das 2:1. Und ja, gehen wir rein in die Partie. Gegen Paderborn, diesen 16. Rein ins Spiel. Nein, viel zu viel Freiraum. Oh, stark. Ah, Mann. Das gibt's nicht. Ich hatte nicht einmal den Ball. Auf Winter. Winter hat den Muss er doch. Wieso nimmt der Meier nicht? Digga, was machen wir denn da? Die Vorwärtsbewegung jetzt. Was macht er noch? Winter, er muss den reinmachen. Macht er. Endlich 1:1 verdient. Gut rausgespielt. Und das ist verdient. Ja, einen starken Linken 1:1. Definitiv verdient. Boah, was ist das für ein heftig geiler Pass gewesen? Das gibt es nicht. Mann! Wieso heben wir denn da nicht das Abseits auf? Ja, Paderborn spielt jetzt hier auf Zeit, wollen natürlich, er spielt ja auch gerade gut aus. Da müssen wir zweite Halbzeit zusammenraufen. Wir müssen dieses kleine Tief jetzt mal so ein bisschen, ja, das Abseits, oder? Egal, Halbzeit 2:1 für Paderborn, ja, unglücklich. Bruder. Ich kann die Spieler nicht wählen, die ich haben möchte. Bruder. Und. Nein, das kann nicht sein, Bro. Pereira geht. Cavallo wird kommen. So, dieses Spiel, Bro. Er wählt halt einfach nicht die Spieler, die ich haben möchte. Ich weiß, ich wiederhole mich da, aber es ist halt so. Winter. Alleingang. 2:2. Das ist halt Winter. Das ist halt Winter. Und der beste Spieler, den wir haben. Unser bester Spieler, den wir haben. 2:2. Absolut verdient. Aber absolut. Jetzt bin ich gespannt, was hier nach dem 2:2 passiert. Sichert hier uns hier Winter das Remis? Das ist die Frage. Stark. Das war für mich Ball gespielt. Ach, Digga, fick dich, du Hurensohn-Spiel. Ach. Es ist einfach wieder. Stark. So, Dementis. Auf Winter. Macht jetzt hier komplett alles. Naja, bitte. Das ist absolut verdient. Winter. Verdient. Mittelfinger an das Spiel, ehrlich. Mittelfinger an das Spiel. Und jetzt stelle ich mich in. Nein, 3:2. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2.
absolut verdient. Auf die Uhr, 5 Minuten sind's hier noch. Hartmann. So, den Ball werde ich jetzt auch nicht mehr hergeben. Auch ein Foul für mich. Meier nochmal aufs Tor schießen, wieso nicht? Latte. Alter Schwede. Und wir gewinnen 3-2. Völlig verdient. So, dann gucken wir mal schnell auf die Tabelle. Denkt dran, wir haben ein Spiel weniger. Sollten wir gewinnen, haben wir 33 Punkte. Müssten dann auf Bielefeld hoffen. Nee, warte mal. Nee, nur Bremen hat ein Spiel mehr, sonst wären wir wieder zweit, sonst wären wir wieder Dritter. Auf jeden Fall haben führt Bielefeld und so haben alle gewonnen. Ja, also sollten wir gewinnen, sind wir Dritter safe. Müssen hoffen, dass Fürth und Bielefeld verlieren. Abstiegskampf kommt mir auch nochmal, ist ja auch spannend. Osnabrück, Paderborn, Dresden, Braunschweig und Karlsruhe. Erzgebirge Aue jetzt so ein bisschen raus, würde ich sagen. Ja. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst doch gerne ein kostenloses Abo da. Wie gesagt, schaut gerne Twitch vorbei, Link dazu ist in der Videobeschreibung. Als nächstes geht es dann gegen Kiel und dann sehen wir uns morgen 13 Uhr. Bis zum nächsten Mal. Ciao.